Nächster Nachweis, also Tragfähigkeit haben wir durch, kommt die Gebrauchstauglichkeit. Verformungen, das kennen wir auch aus dem Stahlbetonbau. Nur jetzt betrachten wir noch einen Zeitpunkt mehr. Wir schauen uns einmal den Zeitpunkt T0 an. Also wenn ich nur das Eigengewicht und die Vorspannung habe, da ist es die rote Linie, da ist er nach oben gedrückt. Dann den Zeitpunkt Aufbringen der Last. Da habe ich noch keine nennenswerten Verluste aus Kriechen und Schwinden, aber die äußeren Lasten sind schon da. Das ist die gestrichelte blaue Linie und der Zeitpunkt T und endlich, wenn meine Vorspannverluste sozusagen maximal sind und er sich weiter durchbiegt. Und die Differenz zwischen den beiden eingebauten Zuständen. Das sind interessante Werte, die wir dann Grenzwerten gegenüberstellen können. Die Kriech- und Schwindbeiwerte, die holt sich das Programm dann automatisch aus dem, was ich vorher auch schon bei den Spannkraftverlusten vorgegeben habe. Was kann man da machen, wenn es nicht geht? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Träger bleibt in der Regel weitestgehend im Zustand 1. Das heißt, der Verformungszuwachs, der kommt hauptsächlich aus Kriechen und Schwinden. Da ist Druckbewährung sinnvoll. Ja, wenn ich die Bewährung, wenn ich die Kraft vom Beton wegnehme und auf den Stahl bringe, dann habe ich weniger Kriecheinfluss. Damit kann man schon mal die Verformungen reduzieren. Man kann natürlich auch die Vorspannung vergrößern, damit beeinflusse ich wieder alle möglichen anderen Nachweise. Oder, wenn es gar nichts geht, muss ich den Querschnitt höher machen, aber dann fange ich von vorne an. Also das ist wieder so ein Spielchen. Man muss eben versuchen, erstmal ja, möglichst ausgewogen das Ganze nach und nach durchzuführen. Kommen die Spannungsnachweise. Ich muss die Spannstahlspannungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter unterschiedlichen Lastbedingungen nachweisen. Da gibt es auch unterschiedliche Grenzwerte. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen. Die stehen alle im Eurocode, kann man da nachlesen. Es ist immer so, dass die Spannung diese Werte, die hier stehen, nicht überschreiten darf zu den verschiedenen Zeitpunkten. Wenn das nicht reicht, muss ich mit der Vorspannung zurückgehen. Die Kraft werde ich aber im Allgemeinen brauchen, also muss ich die Spannglied-Anzahl erhöhen. Ja, das ist eigentlich relativ einfach in den Griff zu kriegen. Nächster Nachweis, die Beton-Stahlspannungen, die sind relativ unkritisch. Wenn das nach Grenzzustand der Tragfähigkeit nachgewiesen wurde, wird der Nachweis in der Regel immer gelingen. Wenn es einmal nicht geht, legt man ein bisschen Betonstahl zu. Da muss ich aber nichts groß an meinem System ändern. Interessanter sind schon die Betonspannungen. Da kann es leicht mal passieren, dass es an einer Stelle funktioniert, an der anderen Stelle nicht. Wir haben ja vorhin die durchschlagenden Momente gesehen. Man muss sich aber auch mal angucken, was weise ich nach. Hier zum Beispiel Eigengewicht und Vorspannung zum Zeitpunkt T0. Das ist unmittelbar nach Erreichen oder nach Aufbringen der Vorspannung. Da habe ich noch nicht die volle Betonfestigkeit. Vielleicht kann ich auch den Belastungsbeginn verschieben, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt eine höhere Betonfestigkeit sicherstelle. Ich kann natürlich immer eine höhere Betongüte wählen, aber abhängig vom Ort, wo ich mich im Träger befinde, hilft da entweder mehr oder weniger Vorspannung. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, da das richtige Maß zu finden. Aber da haben wir auch Möglichkeiten, und zwar durch Abisolieren der Spanndrähte. Ich zeige das hier nochmal. Wir haben ja hier in der Mitte einen positiven Effekt durch die Vorspannung und hier am Rand einen negativen Effekt. Da haben wir ein Problem, das wir vorher nicht hatten. Und es gibt die Möglichkeit, die Spanndrähte im Lasteinleitungsbereich zu beschichten. Dann findet dort kein Verbund statt und die Kraft wird dann weiter innen in den Beton eingeleitet. Wenn wir uns jetzt mal den Verlauf der Vorspannung anschauen und auch des Biegemomentes, dann kann man so dem Momentenverlauf aus äußerer Kraft besser anpassen. Und damit kriege ich eine gleichmäßigere Ausnutzung meines Bauteils und kann eben in allen Bereichen etwa gleich auslegen. Und das ist eben, wenn es bei den Betonspannungen nicht klappt, kommt man meistens dann mit den Abisolierungen zum Ziel. Jetzt noch ein ganz wichtiger Nachweis der Dekompression. Der hängt von der Expositionsklasse ab. Wenn wir im Inneren eines Bauteils sind, also in der geschlossenen Halle, haben wir in der Regel XC0 oder XC1. Da müssen wir ihn gar nicht führen, da können wir ihn weglassen. Wenn wir ihn führen müssen, bedeutet das steht hier alles ein bisschen verklausuliert in der Norm, im Grunde genommen, dass am unteren Rand eines
Einfeldträgers keine Betonzugspannung auftreten dürfen. Also der untere Rand muss noch unter Druck stehen. Wenn das nicht klappt, gibt es nur eins, mehr Spannglieder oder mehr Vorspannung. Da kann ich sonst nichts machen. Also da brauche ich einfach Kraft, die dem äußeren Moment entgegenwirkt. Das Ganze ist in der häufigen Kombination für die unteren Expositionsklassen nachzuweisen oder in der quasi-ständigen für XC2 bis XC4. Den Nachweis, der ist so ja, in der Ausgabe eine Zeile, der ist aber eigentlich, wenn ich ihn nachweisen muss, der maßgebende für die Anzahl der Spannglieder. Ich komme dann später nochmal auf den Punkt zurück, also die Dekompression, die sollte man immer mit im Auge haben. Rissbreitennachweis ist relativ harmlos, weil wir ja ein Bauteil haben, das unter Druck steht, funktioniert im Prinzip wie im schlaffen Beton, nur dass jetzt hier dieser Schnittgrößenvektor auftritt mit zusätzlichen Druckkräften und in dem Roheffektiv auch ein Anteil der Spannglieder mit angerechnet werden kann, der mir auch die Risse beschränkt. Maßnahmen, wenn es nicht klappt, kleinere Stabdurchmesser, mehr Beton, Stahl, eventuell auch Erhöhung der Vorspannung, aber braucht man eigentlich für den Nachweis nicht. Ähnlich sieht es bei der Mindestbewehrung aus. Das ist auch die Gleichung, die wir eigentlich kennen aus dem Stahlbeton, nur eben mit diesem Anteil aus dem schlaffen Beton. Und so kann ich praktisch über diesen Anteil meine erforderliche Betonstahlbewehrung, Mindestbewehrung reduzieren. Und für die Unterseite am Träger kommt in der Regel raus, dass die aus der Biegebemessung die Bewehrung reicht, dass man da gar nichts mehr zusätzlich tun muss. Kommt noch Hub- und Transportzustände. Da haben wir gesehen, haben wir ein anderes statisches System. Ja, jetzt ein Einfeldträger mit Kragarm. Wir können da Seilgehänge oder mit Traverse nachweisen. Und als Lasten haben wir das Eigengewicht. Und es kommt eben zusätzlich eine Schalungshaftung und Stoßfaktoren dazu. Die können wir im Programm entweder vorgeben oder eben über so bestimmte Parameter, es ist eine Stahlschalung, eine Holzschalung oder sonst was, direkt auswählen. Wir müssen eigentlich einen Großteil der Nachweise ganz genauso führen wie eben in einem anderen statischen System auch, nur eben mit den anderen Lasten und mit dem anderen statischen System. Hier exemplarisch der Biegenachweis und dann sieht man halt, hier mitten im Träger kommt plötzlich obere Bewehrung, die wir sonst bei einem Einfeldträger nicht hätten. Das kommt eben dann nur aus dem Transportzustand, aber es bleibt uns nichts übrig. Es muss auch im Transport funktionieren. Die müssen wir dann halt einlegen. Und dann gibt es eben in den einzelnen Kapiteln, gibt es einmal das Kapitel Montage, dann gibt es Anfangszustand, Endzustand und so wird eben in allen möglichen Bereichen der Träger nachgewiesen. Den Kippnachweis, den führen wir hier nach Lebel, das ist ein etwas anderes Verfahren, weil das ist ja kein gabelgelagertes System, sondern der hängt jetzt an einem Bauteil. In der Regel bereitet der jetzt nicht die großen Probleme, aber der Vollständigkeit halber führen wir den noch. Und auch ein Teil der Spannungsnachweise müssen wir noch führen. Natürlich nur die zum Zeitpunkt T0. Im Endzustand müssen wir da noch mehr führen, aber da werden wir nicht mehr transportieren.